Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute zu einer Regelerklärung von Terror Below. Ein Spiel von Kickstarter und jetzt im Schwerkraftverlag. Ab 10 Jahre, 1 bis 5 Spieler, 45 bis 60 Minuten. Verlieren wir gar keine Zeit? Legen wir gleich los. Auf geht's! Das Ziel des Spiels ist relativ einfach. Wir sind hier im Canyon und müssen 20 Siegpunkte sammeln. Wer das zuerst schafft, gewinnt das Spiel. Um das zu schaffen, muss man die Würmer, die sich hier rumtreiben, jagen und töten und andere Aufträge erledigen. Kommen wir jetzt zum Spielaufbau. Wir spielen mit der normalen Seite, die andere Seite hat noch einen Canyon in der Mitte. Die ist aber eher für Fortgeschrittene. Die Ortsplättchen werden auf die Büffelschädel gelegt. Hier oben Regierungsgebäude, dann das Motel, der Laden, Polizeiwache und Hospital. Die Premiumkarten werden gemischt und platziert, die Fahrzeugkarten gemischt und platziert, die Gegenstandskarten gemischt und platziert, sowie die Waffenkarten. Die vier Startkarten der Würmer werden rausgemischt, die übrigen Wurmkarten werden gemischt und neben die Terrorzone verdeckt gelegt. Vier Prämienkarten werden aufgedeckt. Die drei Zielmarker werden in die Terrorzone gelegt. Die Wurmeier werden bereitgelegt. Die Trümmerstücke werden bereitgelegt. Die Würfel und für die Stimmung werden die kleinen Würmchen aufgestellt. Und zuletzt kommen die Siegpunkte auch noch auf den Tisch. Jeder Spieler bekommt eine Spielerhilfe, das passende Auto dazu, einen zufälligen Gegenstand und eine Waffe. Diese Karten werden vor den anderen Spielern geheim gehalten. Dann zieht jeder Spieler drei Fahrzeugkarten. Handkartenlimit hierfür ist 3. Jeder Spieler zieht drei Charakterkarten, schaut sich sie an und bestimmt einen Anführer. Den packt er offen hin und die anderen in beliebiger Reihenfolge offen darunter. Die anderen Charakterkarten, die nicht benötigt werden, kommen wieder in die Schachtel zurück. Kommen wir zu den Würmern. Eierfarbe, Name, Startkoordinaten, Muster des Angriffs, Lebenspunkte und Kartenlimit für einen Angriff. Es gibt 5 unterschiedliche Typen von Würmern und sie legen 4 unterschiedliche Farben von Eiern. Wird im Laufe des Spiels ein Terrorplatz frei, zieht er einen neuen Wurm nach, platziert ihn auf die freie Fläche und packt den Zielmarker auf die entsprechenden Koordinaten. 5, 6, also hierhin. Dieser Marker wird später im Spiel wandern und irgendwann wird der Wurm angreifen. Ein Angriff eines Wurms läuft folgendermaßen ab. Man platziert das Ei in die Mitte und geht dann mit den Trümmerfeldern, wie angezeichnet, 2 nach oben und 2 nach unten. Außerhalb des Spielfelds werden keine Trümmermarker gelegt und auf Orten kommen keine Eier und keine Trümmer. Sollte einmal hier ein Ei platziert werden, braucht man einen neuen Ort dafür, weil hier dürfen ja keine liegen. Dann würfelt man und packt auf die neuen Koordinaten 4, 5, das Ei dann hierhin. Sprich, immer wenn ein Ei nicht platziert werden kann, nimmt man die Würfel und wählt einen neuen Ort aus. Wichtig, auf jedem Feld auf dem Spielbrett dürfen nur 2 Trümmerteile liegen. Nachdem nun klar ist, wie ein Wurmangriff abläuft, werden wir jetzt die 4 Startwürmer abarbeiten. Fangen wir an. Der erste Startwurm, auf diese Koordinaten kommt das Ei und so kommen die Trümmerteile hin. Der nächste Wurm, andere Eifarbe, anderes Muster, andere Koordinaten. Dritter Wurm. Und vierter Wurm. So, das waren die 4 Startwürmer. Jetzt erkläre ich euch, wie es mit 3 Spielern weitergeht. Das Zweier- und Solospiel hat veränderte Regeln. Dafür schaut bitte einfach mal in die Regelerklärung. Da wir zu dritt sind, ziehen wir jetzt noch eine zusätzliche Wurmkarte.
Bei mehr Spielern würdet ihr noch mehr Würmer ziehen. So, jetzt ziehen wir noch für die drei Terrorplätze drei Würmer. Die Königin. Der Brüller. 5-2. Und der Kreischer. 5-4. So, das war der Aufbau und die Vorbereitung fürs Spiel. Der Spieler, der zuletzt gegen einen Wurm gekämpft hat, wird Startspieler. Wenn das noch keiner von euch gemacht hat, denkt euch was aus. Mit dem letzten Spieler beginnend und dann gegen den Uhrzeigersinn platziert jeder seine Spielfigur auf einem Ort seiner Wahl. Wichtig, nur eine Figur pro Ort. Ablauf eines Spielzugs. Beginnend mit dem Startspieler und dann im Uhrzeigersinn reihum ist jeder Spieler am Zug. Jeder Spielzug besteht dann aus drei Phasen, die in einer festen Reihenfolge abgearbeitet werden. Ein kurzer Überblick. Zuerst spielt ihr eine Fahrzeugkarte aus eurer Hand ab, arbeitet sie ab und platziert sie dann unter einem der Würmer. Dann zieht ihr eure Handkarten auf drei auf und es wird überprüft, ob es einen Wurmangriff gibt. Wenn hier unter diesem Wurm 5 Karten liegen, passiert was. Hier 3 und hier 4. Also, es passiert noch nichts. Jetzt wäre der nächste Spieler am Zug. So, jetzt im Detail. Eine Fahrzeugkarte ausspielen. Ihr sucht euch eine Karte aus und spielt sie aus. Hier oben sind die Aktionspunkte angegeben, die euch dann zur Verfügung stehen. Fahrzeugname, eine Fähigkeit hier unten und die Ablenkung, wie sich der Wurm verhält. Je höher die Aktionskarten, desto schlechter die Aktion, desto niedriger die Aktionskarte, desto besser die Aktion. So, die gespielte Karte wird ausgeführt in 3 Schritten. Am unteren Rand sind meistens Ablenkungssymbole vorhanden. Ihr sucht euch dann einen Wurm aus und platziert die Karte darunter. Jetzt wird die gespielte Karte ausgeführt und das folgt in 3 Schritten. Schritt 1, Ablenkung. Der Zielmarker 3 wird jetzt bewegt. Einen nach oben und dann einen nach links. Einen nach oben und dann einen nach links. Der Zielmarker kommt hier nicht aus dem Spielplan raus, entweder hier, hier, hier oder hier. Wenn er nach oben gehen sollte und er kann nicht, bleibt er da stehen. Auf manchen Fahrzeugen befinden sich auch keine Ablenkungsmarker. Dann wird der Wurm auch nicht abgelenkt. Jetzt darfst du mit deiner Spielfigur deine Aktion durchführen. Hier oben steht der Wert, wie viel du hast. Es gibt unterschiedliche Aktionsmöglichkeiten. Und du darfst auch mehrere gleiche Aktionsmöglichkeiten hintereinander durchführen. Der Schritt Aktionspunkte durchführen ist beendet, sobald du keine Punkte mehr hast oder sobald du die Aktion alle Eier einsammeln durchgeführt hast. Erste Aktionsmöglichkeit: Fahrzeug bewegen. Das Fahrzeug darf nicht diagonal gehen. Das Fahrzeug darf nie auf ein Feld mit Trümmerfeldern fahren. Dein Fahrzeug darf nie über oder in ein Feld mit einem anderen Spieler bewegt werden. Und du darfst deinen Zug auch nicht auf einem Feld mit einem anderen Spieler beenden. Du hast aber die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu überspringen. Das ist die nächste Aktionsmöglichkeit. Befindet sich direkt neben dir ein Fahrzeug eines anderen Spielers, kannst du dies überspringen, falls daneben ein freies Feld ist. Während des Überspringens kann dein Fahrzeug die Richtung ändern. Hier ein Beispiel. Erste Aktion, überspringen. So. Oder hierhin. Oder wenn der gegnerische Wagen hier nicht steht, eine Aktion, zweite Aktion, dritte Aktion. Pro Schritt eine Aktion. Und pro Sprung eine Aktion. Kommen wir zur dritten Aktionsmöglichkeit, Trümmerstücke entfernen. Pro Aktion kannst du ein Trümmerstück entfernen. Nicht diagonal, aber im Kreuz. Also eine Aktion, zweite Aktion, dritte Aktion zum Beispiel. Trümmermarker kommen dann immer direkt auf deinen Anführer. Dann zum Beispiel vierte Aktion. Und fünfte Aktion. Dann werden deine alle aufgebraucht. Wichtig, solltest du 3 Trümmermarker auf deinem Anführer haben, werden diese sofort entfernt und du kannst dir eine Gegenstandskarte oder eine Waffenkarte nehmen. Kommen wir jetzt zur vierten Aktionsmöglichkeit, alle Eier auf einem Feld einsammeln. Mit einer Aktion kannst du so viel Eier einsammeln, wie sich auf diesem Feld befinden. Ob da jetzt 1, 2 oder 3 oder 4 liegen,
Alle kommen von diesem Feld auf deinen Anführer. Du kannst so viele Eier tragen, wie du willst. Wenn du diese Aktion durchführst, endet dein Spielzug für diese Runde und übergebliebene Aktionspunkte verfallen. Also solltest du diese Aktion immer ganz zum Schluss mit dem letzten Punkt machen, wenn es geht. Kommen wir jetzt zur fünften und letzten Aktionsmöglichkeit. Sollte sich dein Wagen auf einem Ort deiner Wahl befinden und du hast ein Ei im Schlepptau, jetzt kannst du das Ei abgeben. Lieferst du das Ei ohne eine Prämie ab, bekommst du dafür einen Siegpunkt. Und das Ei kommt in den allgemeinen Vorrat. Aber lieferst du ein Ei ab und hier oben in der Auslage liegt die passende Prämienkarte oder du hast eine verdeckte Prämienkarte auf der Hand, kannst du sie ausspielen und dadurch mehr Siegpunkte bekommen. Wichtig, mit einem Ei kannst du nur eine Prämienkarte erfüllen. Zum Beispiel, ich gebe das Ei ab, lila, bin auf dem Laden und kann jetzt diese Prämienkarte erfüllen, bekomme dafür 3 Siegpunkte. Ich nehme die Karte als Erinnerung und schiebe sie unter meinen Anführer. So sieht jeder und ich auch, dass ich jetzt schon 3 Siegpunkte habe. Dann wird die Premium-Auslage direkt wieder aufgefüllt und das hat mich eine Aktion gekostet. Es gibt auch noch einen Lieferbonus. Immer wenn du ein Ei ablieferst, entweder mit Prämie oder ohne Prämie, bekommst du eine Bonuskarte. Das hängt ab, an welchem Ort du das Ei abgeliefert hast. Wichtig, auch wenn du in einem Spielzug mehrere Eier abgeliefert hast, bekommst du nur eine Bonuskarte. Wenn du im Laden was ablieferst, gibt es eine Gegenstandskarte. Wenn du in der Polizeiwache was ablieferst, gibt es eine Waffe. Im Motel gibt es einen Siegpunkt. Beim Hospital darfst du einen toten Charakter deiner Truppe wieder zum Leben erwecken. Du deckst den toten Charakter wieder auf und legst ihn wieder unter deinen Anführer. Der Bonus beim Regierungsgebäude ist, du darfst dir eine ausliegende oder eine verdeckte Prämienkarte nehmen. Die packst du dann verdeckt neben deinem Charakter und du hast jetzt eine zusätzliche Prämienkarte, die du erfüllen kannst, zu den offen ausliegenden. Also hast du dann immer die Wahl, willst du die erfüllen oder eine von denen da oben. Nimmst du eine offen ausliegende, füllst du die Auslage wieder auf. Und zu guter Letzt, jede Fahrzeugkarte hat eine Spezialfähigkeit, die der Spieler ausführen muss. Wie schon erwähnt, Karten mit einem hohen Aktionspunktewert haben negative Fähigkeiten, und Karten mit wenig Aktionspunkten haben eine positive Fähigkeit. Der Text erklärt jeweils die Fähigkeit. Zum Beispiel bewege einen beliebigen Zielmarker, den oder den, um 2 Felder. Kommen wir nochmal kurz zu den 3 Tümmerteilen. Habt ihr 3 auf eurem Charakter gesammelt, müsst ihr sie ja abgeben und dann habt die Wahl zwischen diesen 2 Karten. Gegenstands- und Waffenkarten solltet ihr immer geheim halten und euch sorgfältig durchlesen. Denn darauf ist beschrieben, wann ihr diese Karte einsetzen dürft. Und ihr dürft so viele Karten davon auf der Hand haben, wie ihr wollt. Kommen wir jetzt zum letzten Schritt, Schritt Nummer 3. Ihr füllt eure Hand wieder auf 3 Karten auf. Bevor der nächste Spieler an der Reihe ist, wird der Wurmangriff überprüft. Keine 5, keine 3, keine 4 Karten unter diesem Wurm. Also greift keiner dieser Würmer an. So, kommen wir jetzt zur Abwicklung eines Wurmangriffs. Zunächst wird überprüft, ob verdeckte Karten unter dem Wurm liegen. Bei manchen Spezialfähigkeiten könnt ihr auch verdeckte Karten drunter legen. Kommen wir jetzt zu einem Beispiel. Es liegen 4 Karten unter dem Kreischer, sprich, er macht jetzt seinen Angriff, bevor der nächste Spieler dran ist. Es sind noch verdeckte Karten drunter, die werden aufgedeckt und die Ablenkung abgearbeitet. Der Dreier geht also noch einen Schritt runter. Jetzt wird die passende Eifarbe auf den Zielmarker gelegt und der Angriff wird abgehandelt. 1, 1, 1 und der vierte. Wichtig, maximal 2 Trümmerteile pro Feld. Jetzt ist der Wurm abgehandelt, ihr packt ihn beiseite, die 4 Karten werden dann abgeworfen und zieht einen neuen Wurm nach. Jetzt kommt der Dreier-Zielmarker auf die Koordinaten 3, 3. Nochmal die Ausnahme, Eier und Trümmerteile dürfen nicht auf Orte gelegt werden. Falls ein Ei hier drauf platziert werden sollte,
benutzt ihr die Koordinatenwürfel, um das Ei neu positionieren. Falls sich ein Fahrzeug auf dem neu platzierten Ei oder auf Trümmerteil befindet, dann wird der Spieler angegriffen. Hierbei kann der Anführer des Spielers sogar sterben, falls der Wurm nicht besiegt wird und du keine Gegenstände zum Schutz dabei hast. Hinweis: Ein Spieler auf einem Ort kann weder jagen noch von einem Wurm angegriffen werden, außer der Zielmarker landet genau auf dem Ort. Dann wirst du auch angegriffen. Immer wenn du von einem neu platzierten Ei oder einem Trümmerfeld erwischt wurdest, musst du gegen den Wurm kämpfen. Du darfst dabei Waffen und Gegenstandskarten benutzen, sofern du welche besitzt. Dabei befolgst du den Anweisungen auf den Karten. Falls du versagst, stirbt aber dein Anführer. Dazu später mehr. Sind mehrere Spieler im Kampf involviert, dann sind beide Spieler vom Angriff getroffen und sie kämpfen gemeinsam gegen den Wurm. Hierbei startet der Spieler, der zuletzt seinen Zug ausgeführt hat. Dann folgt der nächste Spieler im Uhrzeigersinn. Wie besiege ich einen Wurm? Die zwei Spieler, die angegriffen wurden, können sich dann mit Hilfe von Gegenständen und Waffen wehren. Schaffen sie einen Gleichstand, sprich 9 Schadenspunkte machen, haben sie gewonnen und sie sind in Sicherheit. Wichtig: Der Spieler, der den tödlichen Schaden zufügt, bekommt den Ruhm für die Jagd und einen Siegpunkt. Falls hier oben aber eine Prämien-Jagdkarte ausliegt oder du eine verdeckte Jagdkarte auf der Hand hast, darfst du diese ausspielen. Die muss selbstverständlich passen. In diesem Fall würden wir jetzt diese Karte nehmen, packen sie wieder unter unseren Charakter, sodass jeder sieht, dass wir 4 Siegpunkte bekommen haben und füllen die Auslage wieder auf. Sollten hier mehrere Jagdkarten zu erfüllen sein, darfst du aber nur eine erfüllen. So, kommen wir zur letzten Regel, Tod des Anführers. Wird der Wurm nicht besiegt, stirbt dein Anführer bzw. alle Anführer sterben, die in diesem Angriff verwickelt waren. Alle getragenen Trümmerteile und Eier werden dann auf den Ort platziert. Er kommt beiseite, dann kommen die Eier hier und die Trümmerteile, aber ja nur maximal 2. Der dritte kommt dann in den Vorrat. Offen ausliegende Gegenstands- oder Waffenkarten, die bei deinem Anführer liegen, werden abgeworfen. Dein Anführer wird auf verstorben gedreht und du hast die Auswahl zwischen deinen 2 anderen Charakteren, mit welchen du jetzt startest, der ist dann dein Anführer. Zu Beginn deines nächsten Spielzuges platzierst du deine Spielerfigur auf einen freien Ort deiner Wahl und führst ganz normal wieder deine Aktionen durch. Deine Siegpunkte behältst du alle, du verlierst nur die offen ausliegenden Karten und Trümmer und Eiteile. So, kommen wir jetzt zum Spielende. Das Spiel endet sofort, wenn von euch jemand 20 Siegpunkte hat. Es gibt aber noch ein Aber. Wenn die Truppe eines Spielers komplett getötet wurde, sprich 3 Charaktere sind von dir tot und du hast es nicht zum Hospital geschafft, um jemanden wieder aufzudecken, dann haben alle anderen Spieler noch einen einzigen Zug und anschließend hat der überlebende Spieler mit den meisten Siegpunkten gewonnen. Das war schon die Regelerklärung zu Terrible. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ein 5-Spieler-Let's Play davon wird auch bald kommen. Und selbstverständlich wieder ein Solo-Let's Play mit den Solo-Regeln. In diesem Sinne, wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße.